Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Channel. Ja, also heute gibt es kein Call of Duty bei mir. Wir spielen ein neues Spiel, wie ich es ja gestern schon angepriesen hatte. Mein Ziel von Call of Duty habe ich erreicht. Ich habe ja Interstellar gestern gerissen. Und jetzt, nächstes Ziel ist es, irgendwann die anderen Camos mal zu machen, aber da lasse ich mir Zeit. Um etwas Abwechslung zu haben, habe ich mir ein neues Game rausgesucht. Eine gute Freundin von mir hat mir halt angeboten, ja, gönn dir mal Avatar, das soll ein gutes Game sein. Ich gebe zu, ich habe die Filme nicht geschaut. Wie auch immer, ich habe mir das Spiel gegönnt bei Ubisoft und heute zocken wir das mal. Gut, ich habe es noch nicht runtergeladen. Ja, wir wollen auf Deutsch natürlich. Nee, ich speichern soll es woanders. Nee, was machst du denn? Gut, ich habe mir das jetzt nicht so vorgestellt. Ich wollte eigentlich direkt loslegen. Dann downloaden wir mal zuerst das Spiel. Dauert ja nicht lange. Sind knappe 81 GB. Schon, ist mein Stream jetzt aktiv oder nicht? Ja, mein Stream ist aktiv. Mache ich mal mir gemütlich hier mal die Kerze an. Kerze macht mir immer Angst, die hat so eine hohe Stichflamme am Anfang. Die legt sich zwar immer schnell, aber trotzdem gruselig. Yeah. Also, ein Zehntel hätten wir mal schon runtergeladen. Gut, ich hatte mir schon ein bisschen Gameplay angesehen von meiner Freundin, die das Spiel gerne da zockt. Sie findet es sehr interessant, dass das Spiel auch sehr an die Filme angelehnt ist. Also es wäre auch traurig, wenn nicht. Aber grundsätzlich sagt sie, dass sie sich im Spiel wiederfindet und auch es halt sehr interessant findet, wie der ganze Aufbau ist. Sie ist halt nur genervt, dass sie links und rechts alles suchen muss, aber ich denke, wie ich es von Ubisoft halt kenne, dass es verschiedene Collectibles gibt, quer über die ganze Map. Dass es verschiedene Zonen gibt, das weiß ich von ihrem Gameplay. Also jedenfalls, wenn ihr da fortgeschrittenen Content sehen möchtet, könnt ihr gerne bei ihrem Twitch-Channel vorbeigehen. Vorbeischauen, besser gesagt. Chris Pamster. Findet ihr auch unter meinen empfohlenen Kanälen.
Also, ich kann glücklich sein, dass ich nicht eine Bambusleitung habe, weil das hätte mich jetzt übelst ins Knie gefickt, da eine Stunde zu warten, bis der Download durch wäre. Ja, ich brauche unbedingt etwas Ablenkung, da ich noch immer hier zu Hause hocke, weil ich noch nicht arbeiten gehen kann. Mein Knie ist noch immer vollkommen im Arsch. Und dementsprechend, solange ich noch immer nicht weiß, was genau los ist mit dem Knie. Gut, ich gehe davon aus, dass ich eine Schwellung an den Bändern habe. Bei der Aufnahmeprüfung zur Polizei hatte ich einen Sturz erlitten und dementsprechend ging dem Knie nicht mehr so gut, wie es sein sollte. Mal gespannt, jedenfalls muss ich, soweit es geht, das Game fertig haben für Februar. Weil Februar kommt ein Game, was mich sehr interessiert. Ihr habt es vielleicht schon in meinen Socials gesehen. Gut, ich poste jeden Tag. Ich schreibe nicht gerade drunter, welches Spiel ich jetzt heiß ersehnt erwarte oder nicht. Aber es geht um das Game Grand Blue Fantasy Relink. Kommt am 1. Februar. Und das will ich mir definitiv gönnen. Also, wer die Grand Blue Saga kennt, ob es jetzt von dem Beat'em Up Seite ist oder die Light Novel Sachen, finde ich halt sehr interessant. Oh, gleich haben wir mal schon die 50%.
Jo, gleich haben wir's. Auch knappe 10 GB.
Wunderbar, Download ist vorbei. Wir können jetzt loslegen. So. Ich mach mit. Wie hat er raus? Übersöhnungsintensität. Ich bin nicht farbeblind. Schlosse das mal alles zu. Verbindung getrennt.
So. Dass es jetzt so geruckelt hat, ist, weil mein Streaming-Programm von TikTok da alarmiert hat, wo nichts da war. Im Talus abgesandten Programm. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem abgesandten Programm. Als die RDA Pandora entdeckte. Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Ri. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Navi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, als Abgesandte sein, zu den Navi zu gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Ahari. Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die wie eine Allianz wollen? Ahari. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, Ahari. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Einen Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Put up on its leg. Matsmuke, Ftang. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Ja, damit. Es gehörte Mutter. Das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer... Manor, Manor, Tenzi. Angangahu, Am. Satuel Unizola Nimun. Satonna Folongat Kamolunge. Keine Navi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Navi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Taylor, sie nahmen uns unsere Familien. Sie entwurzelten uns. Wir erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen. Sie dürfen uns nicht unsere Navi-Wurzel nehmen.
Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Wir sind nun stärker als sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen. Wir haben sie gefunden. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Und jetzt sowas. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Hm? Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind Navi. Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht. Aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Ich sagte, hört auf damit! Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter. Sau, Matela. Winki warne, Kelku. Bleib stehen! Ahari! Nein! Heute machen wir weiter mit Erdökonomie und den Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? No, das hatten wir schon. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt! Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor Panik ausbricht. Was? Pandora ist verloren. Ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht. Hat die Navi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen. Du musst deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper. Jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, Leute, packt eure Sachen. Hey, Cortez! Ich kümmere mich drum. Geh. Du weißt, was du tun musst. Folgt mir! Schnell! Wir haben nur eine Chance! Na los! Rein da! Aber was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein. Schnell, ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen. Wir können entkommen. Wir fliehen nach Pandora. Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen.
Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Joach, ging ja mal schon gut an hier. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen. Sehr, sehr lange. Ulmaktikame. Muss das wirklich sein? Wenn sie gehen können, können sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg. Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu. So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Wir dachten, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Wir kommen raus. Endlich. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Weißt du, wie groß bin ich gegenüber der Menschen, den Menschen? Trockene RDR-Ration. Konsumiere Nahrung um Energie. Okay. Kinder! Sie leben!
Tess. Sie hielt sie für Haustiere, anstatt für Soldaten. Beseitigt sie. Eins flüchtet! Gedrückt hat, da kann ich höher springen. Au! Hier drüben. Bist du okay? Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg. Jetzt. Warte, wie heißt du? Sotlek. Einer der letzten meines Clans. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter! Schnell und leise! Los! Hörst du mich? Ja. Diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig. Atme. Such einen Ausweg. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, hat er überhaupt die Einstellung jetzt übernommen? Ich glaube, ich bin zurückgelaufen, ja. Ja.
Also ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe das Gefühl, es würde ruckeln, aber dann würde auch verschiedene... Doch, ich glaube, es ruckelt. Sotlet, hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Vorerst, glaube ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. Warum haben die Blaue eingefroren? Hör auf zu glotzen. Du hast Harding gehört. Wir müssen sie finden. Hey, was war das? Hallo? Seid ihr noch hier? Wir wollen nur reden. Wir haben Geschenke. Ha, netter Versuch. Die da oben würden hier draußen keine Sekunde durchhalten. Diese Elite-Schützen sehen heftig aus, oder? Na sicher doch. Das war knapp. Lasst sie nicht entkommen! Tötet sie! So wie ich meine, es ruckelt ein bisschen. Muss ich trotzdem hier etwas um. Setze mal auf Mittel. Wobei ich es nicht verstehe, weil es dürfte nicht ruckeln. Es sei denn, dass die Streams wirklich sehr viel ziehen. Und wenn dies der Fall ist, dann muss ich mir was einfallen lassen. Wie ich in späteren Streams es umsetzen kann. Die Turnhalle ist verschlossen. Ich finde einen Weg. Bleib wachsam. Diese Hammerköpfe? Größer und fieser als meine Schwiegermutter. Was zur Hölle? Unter Beschuss!
bin aus der Turnhalle raus. Gut, dann geh jetzt zu. Stopp! Geschlafen. Sorry, empfängst du mich? Erwischt. Was geschnappt, Harding? Ja, das Kind ist harmlos. Seine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder! Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Lauf! Bist du okay? Das war viel zu knapp. Sotle! Moin, Seenoodles. Hallo? Vielleicht sind sie ja am Wasser. Oh, so weit, so gut, Herr Matthias. Boah, gut, so eine andere Sache. Ich bin nicht so gut an die neue Tür rausgekommen. Momentan ist mein Knie nicht gerade ganz an der Reihe. Bei der Aufnahmeprüfung von der Polis sind ich beim Sportsexamen gestürzt und los mein Knie ein bisschen am Arsch. Und wie lange wirst du da kommen, Schi? Mehr RDA. Was ist passiert? Ja.
Arn, wie lebt das mit deinem Brüche hier momentan? Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Dankeschön. Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Kein Stress. Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüppholz ist biegsam. Du findest sie schon. Fokussiere deine Sinne. Meine Sinne? Sie haben dich menschlich gemacht. Doch du bist wie? Sieh den Wald wie ich. Denkst du, dein letztes Bild, was ich gesehen habe bei Insta vom Ito? Da sind ich mal gespannt. Jo, weil ich nur am Krankenschein momentan sind und nicht anders kann machen, hol ich mal haut mal den Avatar kauf. Weil ein Freundin mal so, das sieht richtig gut aus. Muss auch so, und das sieht auch gut aus. Muss aber zugehen, ist schon Filme nicht geguckt. Da gucken wir mal.
Oha, sieht richtig gut aus. Zum Holzing Lichteffekt, dass sie richtig geil gehen. Definitiv, also das ist eine Steigerung von Dinger Kunst, weil wirklich die Lichteffekte sind richtig geil gehen. So, es soll halt irgendwie Pfeiler machen. Siehst du? Das ist dein Zuhause. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Avisienuntersuchung, Untersuchung jeglicher Befall, gehobener Pflanze, Tiere. Okay. Gut, ich hab genug. Jetzt kannst du Pfeile fertigen wie ich. Stark genug, um Menschenmetall zu durchdringen. Du bist soweit. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Dapofit. Die Schote. Eine Dapofit-Pflanze. Ich finde eine. Keine Sorge. Am Ufer. Sie wachsen am Wasser. Okay. Mal gucken, wo hey, du fährst. Ah, okay, keine Probleme. Aha, das ist die Geisha. Soldaten! Spawnen Kipperin an der Tür. Sotlek, ich hab die Dapofit. Komme zurück. Noch mehr Soldaten.
Nein! Er lässt sich nicht lebend fangen. Scheiß. Diese Navi würden sogar ihre Verwandten essen. Wir müssen sie ausrotten. Server, wo ich bin. What the fuck? So heilen wir uns. Er hat gesagt, er ist wie Schicko. Du hast kein Lied. Mir wurde das meiner Mutter geraubt. Ändern wir das. Warte! Was mache ich jetzt? Machen? Finde deinen eigenen Weg, Sarentu. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein, nein. Sie sind zu nah. Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Jo, sicher, ja. Was geht für Schwester, wo das wäre? Willkommen im Widerstand. Ah, das ist mein Quest.
Flinke, flinke Langbogen. Okay. Langgranatpfeile. Okay. Ja, der Bogen hat sich wirklich gut an. Ja, also schon auch nicht negativ, was du von euch liest. Hat Ubisoft mal ein paar Mal etwas richtig gemacht. Weil ich hatte auch gespielt, Starfield, weil es war am Xbox Game Pass gratis und ich hatte noch drauf geladen. Das Spiel ist ein bisschen langweilig, aber grafisch gesehen ist richtig gut ist. Da hat gelebt, ich da gern. Ich freue mich schon mal für am Februar, da kommen zwei Spiele raus. Einmal ein Remastered von einem ADS-Spiel, wo ihr auf der Switch rauskommt. Another Code. Die zwei Spiele kommen dann in einer Spiel-Collection raus. Den 1. Februar Grand Blue Fantasy. Wheeling. Wieder kann ich die Dude machen. Das war keine gute Idee. Null Schwert. So, wo muss ich genau hin? Wow.
Gut, die Rötel ist die Gelschner. Hey, wo muss ich hin? Ja, ich muss du hin. Sotlet, bist du da? Ich weiß nicht, wo ich bin. Siehst du die Klippen beim Wasserfall? Klettere da hoch. Der Wasserfall. Die Widerstandsbasis ist dort oben. Aha, die kann ich gucken. Siehst du die Klippen beim Wasserfall? Klettere da hoch. Oben am Wasserfall weiß ein hohler Stamm den Weg zum Lager. Ich warte dort auf dich. Okay, ich muss hier schon wieder hochklettern. Ja, jetzt sind wir eine Stunde drauf. Ich meine, ich kann das mir hier. Ganz steigern. Ist hier noch Sprung. Ein Hülle Stamm. Nee, da ist ein Würze. Das ist schon Schmissverhub. Jo, wat een V-fond. Schall isoliert, Priya. Tut mir leid, der
Filter hat geklemmt, aber Jin denkt, er hat es jetzt. Oh, wow, noch einer. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch so wenige von euch gibt. Ups, tut mir echt leid. Willkommen im Hauptquartier des Widerstands. Oh, richtig. Sorry. Owen, Natty, komm her! Ah! Was? Wir sollten den wieder... Da bist du ja. Hier drüben. Okay, das lief gut. Sie mögen dich. Alles ist in Ordnung. Atme es einfach raus. Oh. Der Rest der ADA kriegt auch... Du hast es geschafft. Als wir Schüsse hörten, sagte Alma, wir sollten fliehen. Bist du okay? Angeschlagen. Salt Lake hat mich gerettet. Wo sind die anderen? Ritnella und Nor leben. Sie wollten nach draußen. Das sollten sie lieber nicht. Zu gefährlich, oder? Keine Sorge, ihr seid sicher. Das zählt. Was ist passiert? Das THP lag in Trümmern. Mercer ließ es bei der Evakuierung zerstören. Die Wände haben euch begraben. Ich hielt euch für tot. Priya hat Funksprüche der RDA über ein Signal beim TAP aufgeschnappt. Ich wagte nicht zu hoffen. Wie lang waren wir dort? Fühlte sich wie nur ein Tag an. Für euch sollte es sich so anfühlen, aber es waren 16 Jahre. Was? 16? Alma. Kann nicht sein. Ihr müsst verstehen, euch jetzt wiederzusehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nie wieder passieren. Pass auf. Komm zur Ruhe. Raj kümmert sich um dich. Daylan kennt sich schon aus und kann dich rumführen. Das hier kann dein Zuhause werden. Du wirst sehen. Jo, du nicht auch nicht weiter eskaliert hier bei Silent Hill. Völlig surreal. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber Alma hat recht. Wir können uns zu Hause fühlen. Also, ich tu's. Ist doch cool hier. Die ganze Technik. Immer bereit, zuzuhören und Rat zu geben. Klar, aber sie ist ziemlich beschäftigt mit den geretteten... Ein Spieß unter den gefunden im Hauptquartier des Widerstands. Mein Tagesprotokoll, wir haben es in festliche Grenzgebiete geschafft. Alles geht momentan so schnell. Ich hatte nicht erwartet, dass ich gegen die RDA kämpfen müsse. Keiner hat es. Naja, vielleicht Jack. Ich nehme an, solche Dinge werden nicht mit allen diskutiert. Jack führt den Kampf von einer neuen Position aus fort. Alle sind völlig verunsichert, weil die RDA wieder auf Pandora gelandet ist. Fühlt sich seltsam an, diesmal auf der anderen Seite zu stehen, eine Invasion durchmachen zu müssen, die Angst um die Unsicherheit. Ich schreibe, als wäre das nun meine Welt, doch das wird sie nie sein. Ich habe Spuren hinterlassen, eine Narbe, wenn Jack von den besten Wind bekommt. Puh, er hätte mich nie auf Pandora bleiben lassen. Hä? Er hätte mich nie auf Pandora bleiben lassen. Wenn er es gewusst hätte, Gott, ich hoffe, er fände es nie heraus. Bang, Bastion. Hätte ich damals gewusst, was ich jetzt weiß.
möchte ich hoffen, dass ich anders gehandelt hätte. Ich hätte mir wohl etwas vorgemacht, als ob ich der korrupten Geschäftsmaschinerie der DA einen Hauch Menschlichkeit verleihen könnte. Stattdessen hat sie mir ein Stück meiner Menschlichkeit geraubt. Hielt ich mich wirklich für etwas Besonderes, als ob es möglich wäre, ein Teil davon sein zu können, ohne davon verdorben zu werden. Ich trage Mitschuld an den Schmerz, am Leid. Wenigstens stehe ich diesmal auf der richtigen Seite. Okay. Warte mal, hier im Jagdbuch. Wohl wahr. Aber denkst du nicht, sie brauchen diese Ratschläge gerade mehr als die meisten? Nö. Er ist dort drüben. Das ist Raj? Er ist cool. Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Du musst Raj sein. Rajinder. Bitte. Oh, entschuldige. Alma meinte... Ich kenne Alma. Alma nennt mich Raj. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Wieso muss dann alle Spieler hin, da sind? Ich wusste, dass du kommst. Hast die ganze Zeit geschlafen. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Was darf es heute sein? Ja, nicht alles für ein neues Anzukleiden, aber es ist nicht, dass ich das kaufen muss. Ein guter Look ist nie falsch. Wir kämpfen weiter. Für alle, die wir verloren haben. Hier, sieh dich gerne um. Pass gut auf dich auf. Mehr Ausrüstung? Die 20 Damage auf Wetter Mago. Denk daran, Ziel nie. Hier, sieh dich gerne um. Jetzt stärk mal neue Bowkauf. Pass gut auf dich auf. Fake Inventar. Sarintu. Nein. Saren. Im Kampf gegen Mercer und seine Idioten vergesse ich manchmal, dass auch er nur Teil einer großen Maschinerie ist, die sich ihren Weg durch Pandora bahnt. Ich habe lange nichts mehr von Jake gehört. Aber so wie es aussieht, will General Ardmore immer noch seinen Kopf auf einem Tablett. Natürlich will sie das. Ist ja auch verständlich. Er hat all die Waffen geklaut. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Vielleicht können wir auch sowas schaffen, wenn sich die Clans vereinen. Irgendwann, zu einer anderen Zeit. Ich hoffe nur, dass Jake General Ardmore weiter auf Trab hält. Harding ist schon schlimm, ohne Frage. Aber Ardmore ist so ein hohes Tier und eine der besten, die ich kenne. Sie fügt sich perfekt nahtlos in die RDA ein. Schlau,
und brutal. Wenn jemand Pandora kolonisieren kann, dann sie. Sarentu. Sarentu. Versuch's nochmal. Sarentu. Sarentu. Hier, sieh dich gerne um. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Danny wäre stolz, dass wir den Bohrturm gestoppt haben. Das kann ich spüren. Ich bin mal auf dem Flur in Harding reingerannt. Was darf es heute sein? Gut. Hast du... Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Na, wie Kleider? Ungewohnt? Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten. Und was von der Technik ausprobieren. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus THP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Taylan, dieser Ort sieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Alex baut Sachen. Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und THP-Teilen? Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Das klingt nach Spaß. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Siehst du die Kabel unter dem Boden? Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Probier es mal aus. Meine Daten zeigen auch oben einen Fehler. Bestimmt die Verkabelung. Kannst du schnell nachsehen? Es sollte sich an die Frequenz heften. Ein Kinderspiel. Kinderspiel. Mir fehlt das Kindsein. Hey, Alex, ich hab den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Thank you.
Ich glaube, ich hab's. Aha! Siehst du? Nützlich, oder? Ich habe Alma gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Aber genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Ich meine, die halten schon eine ganze Weile. Die Verschmutzung ist widerlich. Oder? Piek rein. Piek du rein. Na los, guck, ist ganz matschig. Ist ein Pilz, der darf ja schwammig sein. Aber der hier ganz besonders. Wir können den Navi-Bereich für mehr Besucher erweitern. Ich hoffe, die Clans besuchen uns auch weiterhin. Trifft die Serentu vor dem Hauptquartier des Widerstands. Fleischspieße. Bionische Prinzipien. Thank you.
Plan meinte, du wärst draußen. Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Die Wege der Sarentu neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei! Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin? Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella, Daylan? Dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja, sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Eher nicht. Nor, bitte. Komm schon. Alle warten. Okay, okay. Gib mir nur einen Moment. Das Licht ist anders hier draußen. Ich will es genießen. Waren wir nicht lange genug eingesperrt? Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Wie früher. Auch noch ihr Fett weg. John Mercer, Gründer des TAP-Programms. Kein Unbekannter für die Sarentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom TAP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des TAP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma? In der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf, vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert.
Sorlek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf, wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Ich wünschte, Vater könnte mich jetzt sehen. Ja, er würde es immer noch hassen. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nur meinen eigenen Weg finden. Priya, ich bin an der Bohrstelle. Der Boden ist... Das passiert jedes Mal, wenn die RDA sich irgendwo breit macht. Die Maschinen verschmutzen einfach alles. Alles. Aber hey, Pandora ist stark. Wenn man sie runterfährt, erholt sich das Land schnell davon. Sekunde, ich sehe mir die Pläne mal an. Du hast die Pläne? Es muss auch Vorteile haben, ein Ex-RDA zu sein, hm? Nee, mit denen ist nicht zu spaßen. Sieht aus, als ob wir hier zwei Maschinen hätten. Die Kühleinheit auf dem Bohrturm und ein Generator. Was ist mit der RDA?
Das ist schon kein toller Mate. Das Bohrwerk runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wir haben was gefunden. Eine große Blume. Die anderen sind ganz aufgeregt. Aber ich weiß nicht. Kannst du dir das anschauen? Wow, ein Blumenkugelbohr. Bist du dort? Siehst du die Schmetterlinge? Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Folge ihnen.
Mach schnell! Die Blume, die sich nur für Sarentu öffnet, um Ewa zu erreichen, nach so vielen Jahren. Ewa, es war mein Traum. Sollen wir das wirklich tun? Ich bezweifle es. Du hast das noch nie gesehen. Pandora besteht nicht aus Metall. Ja, nur... vielleicht ist das ja giftig. Oder so. Die Farbe steht bestimmt für Gift, ganz sicher. Ewa tut uns nichts. Mercer hat vor Ewa gewarnt. Wir verbinden uns zusammen, ja? Gleichzeitig. Aber was ist das? Mein eigenes Zeichen? Kennst du mich, mein Kind? Ich bin Entu, fürwahr, erster unseres Clans. Die Sarentu durchstreifen Pandora und halten die Clans mit Geschichten zusammen. Du bist neu, richtig? In dieser Welt? Komm zu den Tarsiu, Kind, wenn du die Weisheit der Ahnen brauchst und du wirst Erfolg haben. Doch zuerst lerne zu überleben. Das erste Mal Pandora zu sehen, ist wie das erste Mal das Meer zu sehen. Es scheint unendlich groß zu sein. Steht nie still, ist immer in Bewegung. Du kannst dich von den Wellen tragen lassen oder du ertrinkst darin. Um auf Pandora zu überleben, musst du lernen, dich zu bewegen wie die Wellen, zu steigen und zu fallen. Mit genau der gleichen Energie. Nimm diese Gabe des Fließens, Kind, und lebe. Okay. Ja, Boost. Drücke A, während du dich in der Luft befindest, um einen Satz in der Luft zu machen und noch mehr an Höhe zu gewinnen. Beim Berühren eines vertikalen Oberfläche und drückst diese Option, kannst du dich von dieser Oberfläche abstoßen, so zusätzlich an Höhe gewinnen. Du musst den Boden einmal berühren, nachdem du einen Airboost ausgeführt hast. Okay. Unser Vorfahr, ein echter Sarentu. Glaubst du, er wusste, dass wir anders sind? Wir sind nicht anders. Wir wuchsen nicht im Clan auf. Mit unseren Liedern oder Geschichten. Nur mit denen der Himmelsmenschen. Mit Tod, Zerstörung, Hass. Aber wir gehören zu Ewa, ja? Mercer sagt, Ewa bringt Schmerz. Vernebelt Herz und Verstand. Mit Tricks und... Lügen. Er will uns Angst machen. Zum Schweigen bringen. Und kontrollieren. Dies ist der Weg der Sarentu. Unsere Verbindung zur großen Mutter.
bin auf dem Weg zum Hauptquartier. Bis bald. Oh, cool. Das Spiel ist wirklich sehr interessant. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also, jetzt mal gehe ich mal eine rauchen, gehe was zu Abendessen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Cool, ich kann verschiedene Gipfeile machen. Gipfeile, Explosionspfeile. Gut gespannt. Also liebe Leute, bis gleich.
Beppo?
Du bist nur gemacht, weil es finster belaufen. Du willst eine scheiß Dinge nur gemacht, weil ich kann nicht. Ich habe meine Eltern gefreut und schon komplett vergessen, meine Eltern umzurufen. Und ja, wie ich schon weiß. Ja, ich denke, Mama schläft schon. Beppo, man hat mir gesagt, dass ein Spiel kaufen. Hallo. Beppo. Joho. Du hast mir nicht gesagt, dass ein Spiel kaufen ist. Ich will mal Taut kaufen. Ja, du hast mir aber nicht an der Maske gefreut. Beppo. Ich wollte dich überraschen. Nee, ich spiel's Matchup nicht. Du musst halt noch rüber, sind wir zu feiern. Du nur gehst mal rüber bei, du nur gehst mal rüber bei Avatar. Bild gefällt mir ein bisschen, also... Na, Stack Base. Also, es sieht doch super aus. Ja. Nimm mal mit der Steuerung, muss ich mich noch ein bisschen aufrenden. Aber wir können jetzt zu zweit dann spielen. Ich muss mal, ich denke, ich finde noch nicht den Multiplayer frei. Ne, den könnt, wenn du am Heimatbaum bist. Warst du schon am Heimatbaum? Ne, ich hab jetzt nur nicht die Base, wo ich sich zusammentreffe mit denen, wo geflüchtet sind. Okay. Wenn du am Heimatbaum warst, dann können wir zusammen spielen. Okay. Silo mal Stufe 2. Na, du musst sagen, könnt noch rüber bei Fortnite und ich komme noch rüber bei Fortnite und Kevin auch. Und dann gehen wir halt nur um. Soll ich über PlayStation spielen mit Computer? Ich gehe Fortnite über PlayStation, über PC spielen. Ja, manchmal schon. Hast du meinen Eltern geschrieben, ich schlafe schon, und nicht, dass meine Mama eine Panik kriegt, er meint, sie hat es geschieht.